Huse, Leute, Daniel hat eben gerülpst. Und ja, ist es nicht auf Band. Ihr habt Glück. Also, Leute, wir sind weiterhin noch in der überfluteten Höhle und haben die prächtige Truhe aufgesammelt, wo leider nur Scheiße drin war. Und wir gehen oben weiter. Haha. Schade, ich hatte die konnte ich reinlocken in das Gift. Ich stehe mit dem Gift, guck, passiert nichts. Ja, ich sehe es nicht, Daniel. Gerade nicht. Haha. Oh, ein Felswurm. Felswurm. Ach man, komm her. Komm. Komm zu Fabi. Ich war eingefroren und habe trotzdem nochmal den Ohrrot aufgemacht. Das war ziemlich dumm. Hast du jetzt auch die Fähigkeit, dass sobald die dich schlagen, eingefroren werden? Genau. Das ist ganz cool, ne? Ja, das ist auf jeden Fall super. Da habe ich dir damals sogar empfohlen, Daniel. Ja, ja. Als wir mit der Skillung darum gehantiert haben, ne? Genau. Okay. Ja, mittlerweile wird das blaue Zeug auch wieder scheiße. Aber auch dadurch, weil man halt gelbes Zeug hat. Boah, ich hätte einen, mit dem würde ich 0,1% mehr Schaden machen, aber alles andere verlieren. Ja. Ich habe auch irgendwie so 10% Schaden. Ach, dann lassen wir es auch lieber sein. Was machst du? Okay. Ich gucke, verglich gerade nochmal die zwei Ringe, die ich da gefunden habe. Okay. Ob die vielleicht mit meinem zweiten Ring. Ich habe, glaube ich, gerade einen blauen Plan gefunden? Ja, klar. Ich habe ja, ich gebe auch Legendary Pläne. Ja, toll. Legendary Pläne habe ich noch nie gefunden. Ja, habe ich schon einen. Ich, hast du aber für den Hexendoktor. Achso. Kann man eigentlich hergestellte Gegenstände auch handeln? Oh, du, frag mich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die sind Account gebunden. Nur gerade noch. Guck ich gleich mal. Ich habe doch hier hergestellte Sachen an, glaube ich. Noch irgendwas. Also hier steht nirgends Account gebunden dran. Okay. Ich guck gleich nochmal nach. Übrigens auch hier wieder ein neues Ding, Gift verzaubert. Kam nur leider noch nicht zur Geltung. Doch, gab's. War eben. Echt? Da war ein grüner Schleim auf dem Boden, der sich verteilt. Und wenn man natürlich drauf läuft, tut's weh. Aber es ging gerade eben. Dann war ich jetzt gerade so geistig abgewiesen. Oder ich habe das Grüne einfach mal wieder nicht wahrgenommen. Ja, wahrscheinlich das. Wie immer. Und gleich bin ich schon wieder aufgestiegen. Das gleich, also. Ich bin ja schon wieder aufgestiegen, was ist das denn passiert? Ja. Das geht hier echt schnell mit dem Erfahrungsbonus. Ja, wir müssten jetzt ja 175% haben, ne? Ja. Ist schon echt krass momentan. Also ich die Frage ist nur, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ob das einfach 100% nochmal vom Normal hier sind oder 100% zusätzlich von dem, was wir jetzt gerade haben. Ich weiß es auch nicht. Oh, ein Strass. Weil dann wäre ja zum Beispiel jetzt auf Qual 6 zu spielen, wo du irgendwie 1800% triffst, ne? Ja. Wäre dann ja richtig bösartig. Jetzt habe ich bekommen, ein hohler Stamm. Oh, ein toller Einhand-Zauberstab. Der würde 12% mehr Schaden machen, aber minus 21% Heilung. So, aber wir müssen jetzt irgendwann auch nochmal zurück in die Stadt, aber ich glaube, wir sind noch bald so weit. Nee, kann ich auch, wo sind wir denn jetzt? Was machst du, Markus? Ja? Ich ja, komm. Weiter am Nachgucken. Lass uns zumindest gerade hier nochmal die Ecke machen und dann. Ja. Okay, Ecke ist fertig. Oh, kommt ihr einfach mal her. Alles nett. Okay. Du wolltest nochmal zurück in die Stadt, meinst du? Ja, aber das ist. Ich halt noch ein Momentchen durch. Ja, gut, ich kann noch zwei Sachen aufsammeln. Ja, gut, ich auch, also von daher passt's. Also, ja, dann sammeln wir noch die zwei Sachen gerade auf. Genau. Muss ich ja auch rentieren. Ich lauf nicht in die grüne Scheiße, Max. Vergiss es einfach. Oh Mann, oh! Da. Mach doch gewassert. Mal. Ich hab einen Derwisch. Oh, ich komme. Ein Derwisch. Okay, hat mir eine exquisite Essenz dagelassen. Eins der schönen Materialien. Ja. Exquisa. Keiner schmeckt mir so wie dieser. Gibt's die Werbung eigentlich heutzutage noch? Ich weiß gar nicht. Überwältigt den Feind. Ich habe eine Truhe gefunden. Oh ja. Oh, sieht verdächtig aus. Hallo, Leo Dash, der Pirscher. Ach, scheiß Lakuni. Ich mag die Lakunis. Sind zumindest so eine Art. Weiß ist so schön. Na, Herr Grau? Was wollte ich sagen? Ich doch nicht. Herausforderung. Nein! Ja, jetzt ist es voll. Voll. Okay, ich kann den Ring tauschen. Plus 5% Schaden. Ja, mache ich doch wohl.
Und was schmeiße ich jetzt raus? Die Schulterplatten hier, die brauche ich nicht. So, ich gehe mal in die Stadt. Ja, ich auch. Ich kehre in die Stadt zurück. Ach, nee. Mr. Obvious. Ja, manchmal nervt es ein bisschen. Boah, ich dachte jetzt gerade, was liegt denn da? Ja, ich dachte auch gerade. Geil. Och, scheiße. So. So. Aber du stellst auch noch eher momentan jetzt die Mets her, ne? Für zwei Charaktere. Ja. Ja, wie gesagt, es ist halt einfach nur, manchmal hast du ziemliches Pech auch mit dem Sammeln. Ich habe das mit meinem Barbaren gehabt und dann habe ich den einfach mal damit eine Runde ausgerüstet. Ich habe vielleicht einen netten Hammer für die Miriam. Mal gucken. Bewahre ich auch mal auf. Ja, wer weiß, ob sie bis dato nicht selber noch wieder was Stärkeres gefunden hat. Ja. Gucken. Armschienen des Meisters. Okay, da hast du mir eben was Besseres gegeben. Ja, was wärst du ohne mich? Ich habe hier. Was machst du denn eine Waffe für einen Schaden? Was ist meine Waffe? Ja. 51,8, aber plus für 13. Na, 51,8 ist richtig. Okay. Also weg damit. Panzerhandschuhe habe ich auch bessere. Ich gucke jetzt gerade, ob ich noch irgendwas herstellen muss. Prunkschild. Als ob ich ein Schild benutzen würde. Stiefel. Beinschienen des Meisters sind definitiv wahrscheinlich besser als die, die ich momentan habe. Definitiv wahrscheinlich besser. Super ausgesagt. Daniel. Ja, 5% mehr Schaden. Finde ich gut. So. Ihr seht, meine Truhe ist mittlerweile ziemlich voll mit legendären Kram. Aber leider alles noch nicht benutzbar, weil Level viel zu hoch. Das kann passieren. Oh, hier ein seltener Köcher, der höher ist. Mal gucken. Bams. Ja, noch mehr Schaden. Du kannst mich so am Arsch lecken. Du kannst mich so. Also, geh ich mal kurz zum Juwelier. Und dann stelle ich mal kurz ein paar Sachen her. Ja, dann zeig auch direkt den neuen Stein. Ja, habe ich gerade den übersprungen. Werde ich aber gleich nochmal machen. So, wie gesagt, also hier. Perfekter Amethyst, die Herrscherin kostet 55 Gold. Und der Marquis Amethyst kostet 100.000 Gold. Also, das ist ein Witz, ist das einfach. Ja. Damals hat der Marquis Amethyst, glaube ich, wirklich 20 Millionen gekostet in der Herstellung. Ich weiß es nicht mehr. Doch. Deswegen, also, das Gold ist so wertlos geworden, wie ich jetzt mittlerweile finde. Naja. Ja, aber es ist ja im Endeffekt. Mit Stirn tut mich das nicht, bin ich ganz ehrlich. Nö, weil Gold war damals auch schon nicht das Beste. Also, das war damals auch schon bei Diablo 2 relativ nutzlos, sage ich mal so. Ja. Es sei denn, wir will nur kurz mit handeln, aber auch selbst der Handel war eigentlich damit nicht wirklich gemacht. Naja. Also, achso, wir wollten jetzt mal gucken, ob man hergestellte Sachen tauschen kann. Also, achso, hier steht nichts davon. Also ich habe jetzt mir eben ja einen Köcher hergestellt, den könnte ich mit dir teilen. Also den kann ich dir geben. Ja. Schmeiß mal raus. Warte. Okay, geht tatsächlich. Okay. Ich dachte nur, das wäre mal so gewesen, aber okay, anscheinend ist es nicht der Fall. Ja, sonst hätten sie den Handel ja komplett rausgenommen, weißt du? Du kannst halt, glaube ich, keine Legendaries tauschen. Ja. Das ist halt gut, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde es an sich gut. Manchmal ist es aber auch ein bisschen nervig, weil wenn du wirklich Pech hast und du hast einen Bekannten, der erzählt dir dann, der hat dir so viele Sachen für sich gefunden, aber kann sie dir nicht geben, ist auch... Ja, das ist echt, das hätten die echt überdenken müssen. Hier übrigens der emphalische Hürdenstab, der ist auch schon für Inferno gemacht. So, und hier nehme ich Diamanten. Schwarzer Pilz, du hast einen Schwarzer Pilz. Den habe ich doppelt. Ja, den habe ich, glaube ich, auch irgendwo nochmal. Ah, den habe ich auch schon längst rausgeschmissen. Also hier, Diamanten. Kann erhöhten Schaden, also bei Waffen, erhöhten Schaden gegen Gegner um 10%. Also, gut, das kommt natürlich, also die Höhe des Schadens kommt natürlich darauf an, wie hochwertig der Stein ist. Ne? Also hier ist zum Beispiel zu 9%, hier ist 10% und hier ist es nur 3%. So, Kopfschutz macht reduziert die Abklingzeit der alle Fertigkeiten und sonstiges ist nämlich ziemlich geil. Widerstand gegen alle Schadensarten ist quasi für Verteidigung das Wichtigste. Ja.
Okay. Aber wenn du fertig bist, ich bin gerade auch noch am Was ist für ein greller Lichtstrahl jetzt hier mittlerweile ist, wenn die zwei Sachen hintereinander liegen? Okay, also ich wäre fertig. Ja, ich muss gerade nur noch wieder meine Sortierung wieder richtig hinkriegen und dann sind wir alle glücklich. So. Der Mantel von Tyrael. Okay, hör mal so, auf. Gehen wir weiter. Ja. Juhu. Wo bin ich den nächsten Partner? Nee. Doch, wir wollten die Partband, oder? Schon längst. Oder haben wir schon angefangen? Wir haben doch um 55 angefangen. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja, das passiert manchmal. Das ist, wenn man geistig abwesend ist, ne? Ja. Geht's aber! Ah, Mann! Oder habe ich getroffen? Nein, hast du nicht. Scheiße. Los, komm runter. Ja, geht's doch. Ja, die kommen eigentlich immer erst runter, wenn erstens genug Gegner da sind oder wenn wir bereits angegriffen werden. Ich hätte gedacht, dass ich noch besser werden könnte. So, ich bin aufgestiegen. Moment. Was heißt für Teleportation? Sicher Teleportation? Nee. Okay, wenn du kämpfst, mach du ruhig. Ich kann den Blizzard. Jetzt kann ich den Blizzard. Ich glaube, den nehme ich lieber. Ja, nimm den, der ist so geil. Ich liebe den Blizzard. So, Eisrüstung? Nein. Oh, was Neues für die magische Waffe. Elektrisieren. Angriffe haben eine Chance, Blitze auf Gegnern. Oh, ganz geil. Okay. Oh, und ich kann meinen ersten Punkt in Beherrschung reinstecken. Explosion oder Spiegelbild? Explosion oder Spiegelbild? Da ich halt Nahkämpfer bin, boah. Explosion. Wollte gerade sagen, anscheinend schon, ne? Obwohl mit Spiegelbild könnte ich mich wahrscheinlich gut schützen, ne? Also das Spiegelbild habe ich eine ganze Zeit natürlich zum Schutz genommen. Also da musste, ja, solltest du mal eine Nacht drüber schlafen, würde ich jetzt sagen. Ja, ich nehme jetzt auch die Explosion. So. So. Schade, dass ich noch nicht Stufe 52 bin, sonst könnte mein Geschützter nämlich heilen. So, mal gucken, wie das aussieht. Was machst du? Puff! So, sieht es aus. Also ich habe die Explosion noch nie bewusst wahrgenommen, wenn ich nicht der Charakter bin. Okay. Das sieht ganz schick aus, ich finde. Mach mal deinen Blizzard. Warte mal. Jetzt habe ich meine Eisrüstung nicht mehr. Das ist die Sache. Ach. Du kannst doch frei wählen. Dann nimm doch irgendwas anderes nicht. Ja, mache ich jetzt auch. Scheiße, warte mal. Ach, Desintegration ist auch noch was Neues dabei. Okay. Bleibt aber so, wie es ist. Ja, jetzt auch. Also bei Blizzard ist es schade. Aber wie gesagt, der nehme ich jetzt. Moment, da hatte ich ja schon vorher was anderes. Hä, was habe ich denn da gemacht? Moment mal. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Markus, ich muss dir leider jetzt sagen. Ja? Ich werde meine MG wegmachen. Warum? Weil ich jetzt den Kugelblitz nehme. Ich finde, der sieht cooler aus. Okay. Machen Sie ruhig. Ohne MG. So, und dann mache ich statt Explosion, glaube ich, hier mit dem Blizzard, ne? Ja. Blizzard, ich habe Blizzard ja als rechte Maustastenattacke. Ja, ich weiß. Okay, wir können los. Oh, ich habe bei Todgeweiht was Neues. Ah, cool, nehme. Todgeweiht ist jetzt ansteckend. Oder ich könnte mir einen Gefährten holen, aber ich finde, Gefährt ist irgendwie so ein bisschen pussy-like. Ist halt ein Hund. Ja, nee, du kannst. Am Anfang, glaube ich, hast du einen Raben. Ach so, okay. Natürlich hat deine Freundin mit ihrem den Hund genommen. Was auch sonst. Ich würde sagen, nein, es ist ein Wolf! Gibt's nochmal Gegner? Ich will mal eine Fähigkeit ausprobieren. Ah, da. Ich finde meine neue Fähigkeit gar nicht so schlecht. Puff. Ach, jetzt habe ich getroffen. Bin, glaube ich, gerade selber reingerannt. So. Hey, gibt's noch mal Gegner? Nein. Da, hier. Ach, jetzt aber. Ja, schöne Sache. Jetzt mach ich wirklich schönen Flächenschaden. Also, selbst wenn ich reingehe und selbst wenn ich drinstehe. Das ist doof. Ich meine, selbst wenn ich weiter weg bin und selbst wenn ich drinstehe. Halt die Fresse, Daniel. Bist du ruhig? Ich hab doch gar nichts gesagt. Doch, du sagst was. Ich denke nur, das reicht. Du denkst zu laut. Penner. Gegner. Wow. Endlich, so. Ja, so. Sieht doch ganz gut aus.
Ach ja, das ist es. Jetzt momentan ist diese blöde Map ist ja zweigeteilt. Hä? Okay, ist zweigeteilt. Die ist aber ziemlich fett. Die ist riesig, die Map. Deswegen liebe ich die auch, weil man hier relativ gut farmen kann an sich. Oh. Ich weiß nicht. Oh, oh. Gut. Odin. Ja. Der setzt sich aber ganz guter Krankkopf, ne? Ja. Die zweite Rune, glaube ich, ist das dann, wo du Erkrankkraft sparen kannst. Ah, okay. Da würde ich sogar sagen, fast momentan nutzt dann doch eher die Explosion. Ja gut, musst du wissen. Ja, muss ich mal gucken. Was ich jetzt überlege, ist einfach die Tatsache, wir haben jetzt natürlich auch noch fieserweise die 100%, ne? Was heißt fieserweise? Ja, wenn die anderen nachleveln wollen, die 100% sind nur bis Reaper of Souls. Ja, ja klar, müsst ihr halt machen. Müssen sie halt leveln. Ja. Blau, 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 blau. Blüte Enzian. Oh, Akan! Scheiß! Natürlich ein bisschen nicht so toll. Ich wärme mich gerade erst auf. So, stirb! Auf die Erde gefallenen! Das ging jetzt ziemlich schnell, also es war ganz cool. Jetzt. Momentan fühle ich mich doch etwas mächtiger. Sagt er und starb sofort wieder. Ich würde sagen, Markus, halt einfach die Schnitz. Das funktioniert bei dir nicht. Lass mich. Nein, du tröst mich nicht damit. Okay, weg damit. Puff. Markus, komm her. Was denn? Komm bei mir. Ja, was komm. Denn? Ja, fein. Ja, fein, Daniel. Das Spiel können wir auch zu zweit spielen. Sag mal, beides. Ja, fein. Ja, toll, Markus. Ja, fein. Toll, Daniel. Ja, toll. Fein, Daniel. Wo komm, jetzt beweg deinen Arsch hier hin. Mein sexy Hintern? Nee, sexy ist was anderes. Stimmt, ich bin bombastisch. Oh, jetzt zählt das schon wieder los. Strunzkopf, ey. Ja. Ach komm, du weißt doch, du stehst doch genau da drauf. Auf Strunzköpfe? Nee. Doch. Was? Nein, ich bin doch kein Strunzkopf. Das hat jetzt gedauert. Das war jetzt extra. Das war jetzt wirklich extra. Oh, ein dickes, fettes Ereignis scheint in der Mitte zu sein. Genau. Der Beschwörungsstein. Genau. Markus, mach mal die Zerstörung. Egal, du weißt, was ich meine. Das Beschwörungsschwein. Hier geblieben. Ich habe nicht der Erfolg war das. Oh, Raikanishus hier. Tötet 100 fliehende Gegner. Also hier ist übrigens Raikanishu, den kennt man noch aus Diablo 2. Damals ein Gegner, der immer dabei war. Endlich habe ich ihn nochmal, cool. Ich habe den Erfolg jetzt auch. Ich habe Raikanishus Klinge! Was hast du? Ich habe Raikanishus Klinge! Geht das bitte auch mit einer männlichen Stimme? Ich habe Raikanishus Klinge. Ja, das hört sich ja schon mal besser an. Wenn ihr einen Gefallenen tötet, habt ihr eine Chance von 12%, alle anderen Gefallenen in der Nähe zu betören. Was, bitte? Wenn ihr einen Gefallenen tötet, habt ihr eine Chance von 12%, alle anderen Gefallenen in der Nähe zu betören. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Ich bin halt wirklich ein sexy Zauberer, Daniel. Ich geb dir gleich sexy Zauberer. Wie geil ist das denn? Würde ich nur Bashiok finden. Da geht's nämlich ein anderes Achievement. Wenn man nämlich Bashiok mit Raikanishus Klinge killt. Okay. Wusstest du es noch nicht? Nee. Okay. Ist so. Jetzt gehe ich wieder hier hoch. Ja, ich merke das schon. Ich gehe lieber außen rum, weil da geht's nämlich noch Platz, den wir noch nicht hatten. Okay. Wir treffen uns dann in der Mitte. Wahrscheinlich nicht. Ey, ich muss ja gerade einen Schlangenmagus wegmachen. Ich brauche Arkankraft. Brauchte ich gar nicht, Daniel. Einmal in unserem Leben brauchst du mich nicht. alle Mal im Leben. Alle Mann. Wie spät haben wir eigentlich? Ist es schon dunkel, ich sehe das gar nicht mehr. Du bist dunkel im Kopf, Jung. Nee, ich sehe die Uhrzeit nicht mehr. Kannst du ja gerade wirklich kurz sagen, wie spät war? 19.14 Uhr. Okay. Steht im Normalfall oben. Ach ja, auf. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Du dämlicher Idiot. Anscheinend, ich spiele nicht mehr so oft. Du wirst doch wohl noch wissen, dass deine Uhrzeit. Nein! Guckst du nie auf deine Minimap?
Nein! Doch, klar, auf die Minimap, warum nicht jetzt nicht darüber über die Uhrzeit? Weil die ist zu klein. Du musst sie größer machen. Du bist jetzt einfach nur blind. Markus Grau braucht der Extra-Boss. Ja, ist klar. Mal wieder. Bam! Hat doch ein Ereignis, glaube ich, hier, ne? Ja, kann gut sein. Das ist ja das. Obwohl, musst du unbedingt. Sand im Getriebe. So. Mundo No-Go. Mundo No-Go. Häuptling der schlechten Medizin. Der schlechten Wortwitze. Das bist du, Markus. Nein, Mundo No-Go. Ich werde hier gerade abgelenkt. Jetzt krieg ich den Kopf gestreichelt, das finde ich gut. Achso, ich verstehe. Krieg ich den Bauch gestreichelt? Nein, hau ab jetzt. Die soll doch mal grüßen hier. Sag doch mal hallo. Hallo. Aha, der ist er wieder. Wieso spielt sich mit? Die kann dich nicht hören, Markus. Sag ihr das weiter. Weil sie keine Lust hat. Maus, geh weg jetzt. So, hoffentlich habt ihr jetzt auch alle in die Kommentare geschrieben, hallo Miriam. Sonst gibt's Kasala. Es sei denn, steht doch Kasala, dann wäre natürlich scheiße, aber. Come on und Remy Demi. Kasala und Remy Demi, Daniel? Ich weiß nicht, wie ich da drauf jetzt gekommen bin, du kennst mich. Epi, Kasala und Remy Demi. Ja, finde ich gut. Alles klar. Also langsam krieg ich Kohldampf. Auf Kasala. Nee, auf Salat. Oh, eine Pizza. Markus, hol mal eine Pizza. Wir haben keine mehr. Ich erwähne nur Pizza und dann höre ich Miri brüllen. Ich will auch Pizza. So. Ich würde sagen, da waren wir schon drin, Daniel. Ja, aber wir müssen doch gleich den Part beenden, Markus. Ja, wir müssen trotzdem noch in diese Höhle rein. Beziehungsweise. Ort scheint mir ein geeignetes, wow, wir haben es gefunden, die vergessenen Ruinen. Aber diesmal wirklich als letztes. Das ist mal. Naja. Echt? Na, wir haben sie schon früher gefunden, wir sind nur einfach dran vorbeigelaufen. Nee, also die war doch bis zum Schluss noch bei mir im Schatten gewesen. Bei mir nicht. Übrigens war, ist da was Blaues, ich laufe aber trotzdem mal am Rand entlang. Ein würdiges Opfer. Oh, Sphären. Ja, dein Problem. Du der Penner. Also der Blitzelementarfall ist schon cool. Ich merke das schon, der rockt ziemlich. Ja. Sieht vor allem auch ziemlich geil aus. Ja. Schrein der Gunst. Juhu, Gold und Gold. Naja. Ja, und Magiebonus, also ein besserer Pfund für geile Sachen. Ja, wenn man mal was finden würde, ne? Dann haben wir den Schrein nicht geholt, bevor wir den gelben, den blauen Boss gemacht haben. Ja. So, jetzt rocken wir hier mal ein bisschen die Party. Das ist schon ganz geil. Ich liebe Flächenschaden oder Flächenzauber. Hey, der hat sich gerade versteckt. Der hat sich versteckt? Dieser Turm, der ist gerade reingezogen. Also, weißt du, Markus? Du bist aufgestiegen. Ich weiß. Betrogene! Ich weiß nicht, der euch verlassen hat. Lass mich in Ruhe. Schwarzes Eis. Was? Schwarzes Eis? Ja. Und das ist eine Rune halt. Ach so, ja, ist okay. Und die Energierüstung habe ich neu bekommen. Okay, lass mich mal kurz. Wo ist denn der Gelbe? Da, ah. Igul. Der Ach so. Gewalttätige. Okay, dann soll ich doch noch kurz erstmal helfen, bevor ich dich so rumstehen lasse. Den hätte ich auch alleine gekriegt, nur ich hätte den zu dir gepult. Du Arsch, ey. Achso, ich könnte ihn ja wieder markieren. Jetzt können wir wieder mehr Schaden machen, Markus. Ja, mein Damage sieht auch direkt besser aus, wenn ich ihn markiere. Kabuff. Nietengier. So, diese Riesen kommen immer aus dem Sand, immer unverhofft. Also die platzen einfach mitten in die Party rein. Party. So richtige Party-Crashers. Neues Gewand für mich. Hier, Markus, vielleicht das ist für dich. Ich brauch's nicht. Okay, was ist das? Ja, aber ich verliere ziemlich viel Heilung. Ja, ich hab's nur gesehen, ich brauche nicht. Ja. Warte, lass mir gerade nochmal hier gucken, was ich bekommen habe.
Für die Pfostenhora habe ich was? Zwei neue Sachen? Abklingzeit von Tro. Ach, das hätte ich immer gehabt, genau. Frostnova friert Gegner nicht mehr ein, sondern hinterlässt einen Frostnebel, der ihnen Schaden zufügt. Nee. Arkankugel. Nee, Froststrahl, schwarzes Eis. Froststrahl ist schwarzes Eis. Nee, scheiße. Okay, bleibt so wie es ist. Du bist schon längst wieder woanders. Nee, ach, du bist da unten, okay. Ich stehe in deiner Nähe, Markus. Okay. Ja gut, von mir aus. Also wir haben noch 5 Minuten für den Park, glaube ich. Ja, meine ich, aber wir müssen weiterziehen, das wollte ich sagen. Ich wäre der Party am Start. Ja, mit der tollen Disco-Kugel. Meinst du mich? Nein, ich bin die Disco-Kugel, pass auf. Also ich bin momentan viel flashiger. Guck mal, wie sie alle abdancen, wenn meine Disco-Kugel kommt. Ich glaube, sie sterben, Daniel, ich glaube, sie sterben. Mir doch egal. Ach ja, sag dir, DJ. Guck mal, wie die abdancen. Nein, die sterben. Ist mir doch egal. Sag doch mal Chris, der denkt sich das auch jedes Mal. Wer? Der Chris. Hä? Ach so. Wenn die Leute sterben auf der Tanzfläche. Ja. Ich hab den Kopf von Solton Cool gefunden. Vielleicht solltest du erstmal erklären, wer überhaupt Chris ist, wenn du den erwähnst. Wir haben ja ein kleines Problem. Ich habe mich verklickt und deswegen haben wir erstmal den uralten Wächter an der Backe. Ja. Chris ist DJ aus meiner Stammkneipe, dementsprechend. Ehemaligen Stammkneipe, Entschuldigung, muss man dazu sagen. Ja. Unsere ehemalige Stammkneipe. Ja, du warst aber nicht so häufig da wie ich. Daniel, damals war ich, glaube ich, viel öfter als du da. Max, wollen wir jetzt diskutieren, wer früher öfter im Keller war? Ja. Ich glaube, ich war damals öfter da. Du. Dienstags, Donnerstags, Freitags, Samstags und das 2 Jahre lang? Ja, gut, dafür da hast du aber auch erst nachholen müssen. Ja, du kannst ja später mit uns saufen. Mit 15, 16 war ich da. 15, 16, 17. Du bist, im Stachel bist du erst heute später mitgegangen, aber ich bin früher auch nicht mit euch weg gewesen, ne? Falls du dich erinnerst. Ich bin ja davor mit meinen Gesamtschulleuten weg gewesen. Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Deswegen, ich war ja mit den, Realleuten selten weg. Ja, ich hab's gesehen. So, fühlt euch geflasht hier. Ding, 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 ding. Also ich könnte mal wieder für dich markieren, Markus, ne? Dann würdest du auch vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Na gut, ich schwirbel mal ein bisschen rum, bisschen rum, bisschen rum. Wie fühlt sich das an? Oh, ich habe nicht mal genug Hass. Na gut. Da musst du mehr Hass haben, Daniel. Ich hasse dich doch schon so viel, Markus. Hässlich. Ich bin so hässlich. Ich bin der Hass. Ich kann doch nicht mehr als dich hassen, Markus. Wie kannst du mich hassen, wenn du mich liebst? Eine Hassliebe, Markus. Ja. Kennst du doch. Ich bin deine Vampartei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann, das hätte ich, glaube ich, nicht sagen dürfen. Du bist jetzt selber schuld, aber jetzt bist du eine Vampartei. Ey, wenn das auf meinem Grabstein steht. Ja, wird es. Markus Grau, Daniel. Blablabla, Vampartei. Daniels Vampartei. Ja. Darf ich nicht deinen Nachnamen sagen? Wenn du irgendwann verheiratet bist, Markus, oder an deiner Hochzeit, werde ich das erzählen. Ich bin deine Bitch. Oh, ich kann deinen Fledermausgefährten. Ich stamme mich gerade erst auf. So. Wir rocken hier echt ganz gut durch, ey. Ja. Ruhe! Kluge Platten habe ich gerade gefunden. Ich liebe es. Ich muss da nur reinlaufen und schon gibt's Schaden für die Gegner. Ja, und ich schieße einfach meine Dings hinterher. Meine Dingens und Bummens und Dingens, Bummens, Bummens, Dings. Weißt du, ne? Achso, ja, ich verstehe, Daniel. Mein Kugelblitz. So, die unten machen wir noch und ich glaube, wir müssen erstmal den Part beenden. Weißt du? Ja. Es kommt es vorbei, ich komme nicht vorbei. Fühlt euch alle verrecken, verrecken, verrecken. Kannst du aber auch mal ein Lied machen? Also jetzt wirklich, richtiges Lied. Nein. Doch, gehen wir mit zum richtigen Produzenten. Ja. Zu Dieter Bohlen, der ist ein richtiger Produzent. Und wir machen das Verrecke-Lied.
Verrecke, verrecke, ich bring weißt dich du, um. Nein, der Ecke. Würde uns das Lied dann noch klauen und würde es dann Yvonne Katterfeld geben. Die lebt die noch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich sing das dann mit einer Inbrunst in der Stimme. So, wir sollten jetzt aufhören. Okay. Gut. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir reden über die Tabulen und... nein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Dark Souls, Dark Souls Castlevania... Diablo 3 mit mir Level 4. Und? Die Exxon habe ich keine mehr. Okay, tschüss.